Aber wir haben hier ziemliche Berge, Anstiege, die jetzt nicht so einfach für Anfänger sind. Die sind nicht mal so unlang. Sagt man unlang? Nein, unlang sagt man nicht. Eher lang oder nicht mal so kurz, also eher unlang. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Diesmal Wackelbild, weil ich kein Stativ dabei habe und mein Osmo Pocket auch nicht, sondern nur mit dem iPhone aufnehmen. Schon lange nichts mehr gehört. Ja, Corona lässt grüßen. Also nicht, dass ich es habe, aber es ist ja alles eigentlich stillgelegt. Und nur vom Wohnzimmer, von der Wohnzimmer-Couch will ich jetzt auch nicht filmen. Motorradfahren ist auch nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ziehe ich mal meinen Helm wieder auf und gehe spazieren. Nein. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und zwar habe ich seit gestern eine, da sieht man es, ja, ein E-Bike. Die Pegasus ist mittlerweile auch schon 3 Jahre alt, aber habe ich von meinem Schwiegerpapa bekommen. Das ist das Rad von meiner Schwiegermama, der geht es nicht so besonders gut und die kann jetzt auch nicht mehr fahren und deswegen hat er einem das Rad gegeben, der das noch bewegt, und das bin ich. Jetzt werden viele schimpfen, E-Bike, kannst du gleich zu Fuß gehen oder auf der Couch sitzen bleiben. Nee, ist nicht so, muss ich schon sagen. Ist schon, ich habe ja ein E-Bike, allerdings ein Mountainbike, das fahre ich im Gelände. Aber das fahre ich jetzt auf der Straße und würde es auch nehmen für die Arbeit zum Fahren hin und wieder, weil der schon lichtfest verbaut hat und ein gescheites Schutzblech hat und so weiter. Das hat man anders alles nicht. Und das ist wirklich so, oh Moment, das ist unhöflich, gell? So, jetzt, Entschuldigung. Das ist einfach so, dass ich sage, ich bin ganz schön kaputt. Ich bin jetzt knappe 20 Kilometer gefahren. Und von den 20 Kilometern bestimmt 15, 16 ohne Antrieb, sondern nur mit Muskelkraft. Weil wir haben hier ziemliche Anstiege, die jetzt nicht so einfach für Anfänger sein. Die sind nicht mal so unlang. Sagt man unlang? Nein, unlang sagt man nicht. Eher lang oder nicht mal so kurz. Also eher unlang. Und da bin ich echt froh, dass ich das habe, weil ich würde nicht Fahrrad fahren, wenn ich die Berge nicht schaffen würde. Mit dem E-Bike schaffe ich es. Und deswegen macht es dann auch für mich auch Laune, dann auch auf der Geraden oder leicht bergauf, auch mit Muskelkraft zu fahren. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht hätte. Und deswegen glaube ich, wenn immer sehr viele über E-Mobilität bei Fahrrädern schimpfen, da kenne ich auch einen, gell, Manni, die wissen nicht, wie das ist, wenn man halt nicht so fit ist, ja klar. Aber auch, wie das ist, wenn man das eigentlich nicht machen würde ohne den. Das heißt, ohne dem Rad wäre ich jetzt wahrscheinlich daheim, würde einen Radler trinken, das hat auch was mit Rad zu tun, aber nicht unbedingt was für die körperliche Ertüchtigung. Radfahren darf man Gott sei Dank noch. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich das Wetter ausnutzen kann mit dem Fahrrad und einer gemütlichen halben, also ich habe eine halbe dabei, Wasser. Und wäre jetzt dann wieder nach Hause fahren, dann habe ich dann heute so um die, 30 Kilometer gut. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das ist für den Anfang einmal nicht schlecht, vor allem, weil ich meine Beine merke. Weil ich halt nicht Toschur mit E-Motor fahre. Die beste E-Mobilität ist die, die man nicht braucht, wenn man es mit den Beinen hat. Aber das habe ich halt noch nicht. Ja. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Schön, dass man mal wieder was voneinander gehört hat. Ja. Und ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Jetzt demnächst wird mal wieder ein Heimfahrtsvideo kommen. Da geht es um die
ja, natürlich geht es um Corona auch, wobei ich nicht die Krankheit im Mittelpunkt sehe, sondern einfach den Psychostress, den sie die Leute selber machen, weil sie es nicht mehr aushalten, jetzt eingesperrt zu sein und so weiter. Aber naja, ich sag mal so, nicht jeder kann, wenn er in der Stadt wohnt und in irgendeiner, keine Ahnung, 40 Parteien Hochhaus drin wohnt, dann das Leben noch so genießen wie vorher. Das ist mir schon völlig klar. Aber die Corona-Witze, die Bildchen und so weiter, die man da jetzt hin und her schickt, das habe ich im letzten Video, glaube ich, schon gesagt, das geht mir jetzt schon auf den Keks. Und, oh, ein Schmetterling. Ich lasse mich gar nicht leicht ablenken, gell. Außerdem habe ich heute die erste Schwalbe gesehen und jetzt heißt es für mich Sommer. Sommer. Das sieht man fast nicht. Ja gut, hier. Aerodynamisch sehr unvorteilhaft. Vor allem im Moment, wenn einer sowas nicht sehen kann, weil er zart beseitet ist, bitte wegschauen. Ja, der muss weg. Allerdings esse ich jetzt dann einen Marmorkuchen, wenn ich daheim bin. Ja, weil ich es mir verdient habe. Ich höre keine Widerworte. Dankeschön. Servus, sagt Locker, euer Focker.